Die neue UBS-Filiale in Winterthur ist ein Testlabor. Mit dem Experiment reagiert die Grossbank auf Veränderungen im Filialgeschäft, wie Roger von Mentlen, Head Personal Banking, erklärt. Wir sehen gewisse Geschäftsfelder, die zurückgehen im Filialgeschäft, also beispielsweise das Bargeschäft. Da haben wir einen Rückgang von etwa 5% pro Jahr, also dort geht es zurück. Aber sonst bei den komplexeren Geschäften insbesondere ist es eindeutig so, dass beispielsweise im Hypothekengeschäft praktisch alles in den Filialen abgewickelt wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass der Zahlungsverkehr heute praktisch ausschließlich digital abgewickelt ist. Während 3,5 Monaten testet die UBS nun, wie hoch die Akzeptanz ist, wenn es darum geht, Bankgeschäfte über digitale Kanäle abzuwickeln. Ist der Kunde für komplexere Geschäfte auch bereit, das via Video zu tun, von einer kleineren auf eine größere Filiale zum Beispiel? Das neue Geschäftsstellenformat richtet sich vorwiegend an Studierende. Ihnen stehen dort rund 30 Arbeitsplätze zur freien Nutzung zur Verfügung.